Interessanter Lautsprecher. 6 Ohm Widerstand. Kann ich den jetzt an einen 8 Ohm Verstärker anschließen? Häufig gestellte Frage, viele machen sich gar nicht Gedanken darüber, ist aber häufig ein Grund, warum ein Verstärker auf einmal den Dienst quittiert. Darum geht es in diesem Video. Dranbleiben, euer Speakerschocker. Bei den Leistungsangaben hat der Hersteller sicher bei den meisten Verstärkern sicher schon was beigedacht. Natürlich gibt es Hersteller, die, da ist das total irrelevant, weil die Leistungsdaten auf gar keinen Fall stimmen. Ja, Auna und so, nicht? Aber bei den meisten Geräten oder Herstellern, Modellen, da ist es wirklich, da hat sich jemand was dabei gedacht. Wenn da jetzt zum Beispiel eine Angabe ist, der Verstärker kann eine Ausgangsleistung von 100 Watt erzielen an einem Widerstand von 8 Ohm. Steht ja meistens da so 100 Watt at Zeichen 8 Ohm. Das heißt also, ich kann mir einen 8-ohmigen Lautsprecher dran anschließen und dann könnten da, wenn es stimmen würde, dann 100 Watt rauskommen. Schließe ich jetzt einen 16-ohmigen Lautsprecher an dem Verstärker an, ist das nicht weiter schlimm, weil durch den höheren Widerstand würde der Verstärker erst gar nicht an diese 100 Watt Ausgangsleistung kommen. Andersrum, schließe ich einen 4-ohmigen Lautsprecher jetzt nun an denselben Verstärker an, dann kann es passieren, dass ich den Verstärker dann doch aus Versehen überlaste, weil durch den geringeren Widerstand eine höhere Leistung erzielt werden kann, als das, was der Verstärker oder beziehungsweise der Hersteller des Gerätes möchte. Dadurch kann es passieren, dass das Gerät heiß wird. Ist ja oft der Fall. Man macht sich Sorgen, oh, ist heiß. Viele Hersteller schreiben drauf, dass auf der Oberseite des Gerätes eine Temperatur von 60 Grad herrschen kann. Ich glaube, das ist, ob das nachgemessen ist, weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt das Gerät mehr anfasse und ich kann eine Hand nicht mehr drauflegen, dann, ich glaube, dann ist schon bald Ende. Aber das kommt halt davon, wenn man die Impedanz nicht beachtet. Ja, und es ist auch wirklich oft so, dass wenn man das über längere Zeit betreibt, dass der Verstärker dann irgendwann mal den Dienst quittiert. Das hat was mit dem Ohmschen Gesetz zu tun. Warum ist das so? Das schauen wir uns mal an. Also gut, das Ohmsche Gesetz. Ich weiß, die Schrift ist nicht so der Knaller jetzt gerade auf die Schnelle, aber ich denke, das haut auch so hin. Wie es der Name schon sagt, es ist ein Gesetz. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es gibt drei Dinge, die hängen zusammen, die stehen zusammen. Ändert sich eins, ändert sich auch das andere. URI, das werdet ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört haben, wenn ihr euch mit dem Ohmschen Gesetz, Strom und Spannung überhaupt schon mal irgendwie auseinandergesetzt habt. Wenn nicht, dann ist das jetzt hier gar kein Problem. Das ist ein Dreieck, das wirft einen wirklich sehr weit. Also, wir fangen mal an. URI. Jetzt ist das hier wieder ein bisschen blöd geworden, das Dreieck. Aber ich hoffe, das haut auch so hin. Fangen wir mal oben an. U ist die Spannung. Und wie wir das kennen, wird das Ganze in Volt angegeben. Großes I ist Ampere bzw. die Stromstärke angegeben in Ampere. Zu guter Letzt das R, das ist unser Widerstand. Wird in Ohm angegeben. Ändert sich das eine, ändert sich auch das andere. Die Berechnung der einzelnen Parameter ist auch ganz einfach. Ich mache das mal eben vor. Anhand des Dreiecks kann man sich das wunderbar merken.
U ist dann gleich, hier unten steht es schon, R mal I. Somit ist I gleich, also groß I, U durch R. Richtig, schreiben wir so hin. Und R ist gleich, wie hätte man es jetzt noch anders vermuten können, U durch I. Ganz einfache Sache, einmal gemerkt, für immer im Kopf drin. So, wie kommen wir denn jetzt aber zu unserer Leistung, zu den angegebenen 100 Watt, die ich vorhin mal angesprochen habe. Die habe ich jetzt einfach mal so genommen, weil es einfacher zu berechnen ist. Auch die, ich fange erstmal mit der, komm, fangen wir mal mit der Leistung an. Die setzt sich nämlich zusammen aus der Spannung und der Stromstärke. Die Leistung wird in P angegeben, steht für Englisch für Power, und berechnet sich U mal I, also Spannung mal Stromstärke. Wie gesagt, um das jetzt einfach zu halten, habe ich mir jetzt die 100 Watt einfach mal dabei ausgedacht und sage jetzt einfach mal, die Spannung wären 20 Volt und die Stromstärke, jetzt wird das Papier hier eng, wären bei 5 Ampere. So ergibt sich aus unserer Formel dann E gleich U mal I gleich 20 mal 5. Ergeben 100. Die Leistung wird in Watt angegeben, also schreiben wir es auch dahin. Wie gesagt, die Daten, die habe ich jetzt einfach so hier, damit man das einfach rechnen kann, damit ihr das auch auf Anhieb versteht, ohne jetzt mit dem Taschenrechner hier noch nachrechnen zu müssen. So, und das, sagen wir mal, würde der Verstärker so als Ausgangsleistung ausgeben an 4 Ohm. So, Seite voll, nächste Seite. Ah, jetzt kann man auch schon nachrechnen, ob das mit den 4 Ohm auch stimmt. Und dann nicht irgendwas, dass ich jetzt gesagt habe, oh, das sind jetzt 4 Ohm. Und gut ist, das kann man, wie ihr schon wisst, jetzt nachrechnen. Wir wissen ja, der Widerstand errechnet sich aus R gleich U durch I. Also kommt dabei raus 20 Volt durch 5 Ampere. Macht nach Adam Riese 4 Ohm. So. Das ist jetzt erstmal so. Ändere ich jetzt diesen Wert hier, sage ich mal, ich mache da jetzt raus 8 Ohm, dann schauen wir doch mal, was hier mit den Werten passiert. Beziehungsweise mit einem Wert. Ich, um die Sache jetzt einfach zu halten, sage ich jetzt einfach mal stur, die 20 Volt, die bleiben beim Verstärker, die bleiben gleich. Was sich ändert, ist die Stromstärke. Das mache ich jetzt einfach nur, um das Video einfach zu halten, damit ihr versteht und seht, wenn mehr Widerstand ist, fließt weniger Strom. Wenn weniger Widerstand ist, fließt mehr Strom. Beziehungsweise muss sich die Spannung ändern. Aber die Spannung lassen wir jetzt erstmal außen vor. So, jetzt rechnen wir das Ganze mal um und sagen uns, wenn 100 Watt an 4 Ohm rauskommen, wie viel Watt kommt denn dann an 8 Ohm raus? Na, schauen wir mal zu. Ich sagte, die Stromstärke wird sich verändern. Also brauchen wir die Formel für I. Und die ist ja U durch R. In unserem Fall ist jetzt U bleibt bei 20 Volt. Aber den Widerstand R
erhöhen wir mal auf 8 Ohm. So, und jetzt rechnen wir einfach mal drauf los. Wir rechnen dann I gleich 20 Volt geteilt durch 8 Ohm macht 2,5 Ampere. Richtig. Um jetzt wieder auf die Leistung zu kommen, brauchen wir wieder die Formel von vorhin. Also, wir stellen sie eben nochmal auf. P ist gleich U mal I. Ist also gleich, 20 Volt ist geblieben, um das jetzt hier einfach zu halten, 20 Volt mal 2,5 Ampere. Ihr kennt das bestimmt von alten Geräten, da steht öfters schon mal Voltampere, also VA drauf, anstatt Watt oder sonstiges. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, auf einem älteren Fernseher oder Radios oder was weiß ich, alte Sachen halt, ne? Kommt jetzt hier raus, 50 Watt. Heißt jetzt also für unser Beispiel, wenn ich an dem Verstärker, der 100 Watt an 4 Ohm Ausgangsleistung rauswerfen kann, ich schließe aber einen 8-ohmigen Lautsprecher an, dann ist das ja nicht schlimm. Es kommt einfach nur weniger Leistung aus dem Gerät raus. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um, schließen mal einen 2-ohmigen Lautsprecher an. Mal gucken, was dann an Leistung dabei rauskommt. So, dann stellen wir jetzt mal unsere Formel nochmal drauf. I gleich U durch R. U ist ja, wie ich schon gesagt habe, bleibt bei den 20 Volt. Den Widerstand, den setzen wir aber jetzt mal unter 4 Ohm. Wir gehen mal auf 2 Ohm. Ich könnte auch anstatt Ohm zu schreiben das Omega-Zeichen machen. Aber das sieht ja noch schrecklicher aus. So, also rechnen wir dann mal eben kurz entgegen hier. U ist ja 20 Volt. Geteilt durch den Widerstand 2 Ohm. Macht eine Stromstärke von 10 Ampere. Und das ist ja schon mal deutlich mehr als bei den anderen. Das heißt jetzt für unsere Leistung, nochmal hier schnell, P gleich U mal I, heißt das jetzt 20 Volt mal 10 Ampere gleich 200 Watt. Und genau da liegt der Knackpunkt, wenn der Verstärker doch nur ausgelegt ist für 100 Watt Ausgangsleistung. Tja, jetzt kann man sehen, wo der Knackpunkt liegt, dass wenn ich einen sehr niedrig-ohmigen Lautsprecher an den Verstärker anschließe, dass auf einmal die Leistungsgrenzen des Verstärkers sehr schnell erreicht sind. Dann schon bei 50% eigentlich der Leistungsabgabe, sage ich jetzt einfach mal. Es ist aber jetzt nicht weiter tragisch, wenn ich jetzt einen 2-Ohm-Lautsprecher an einen 4-Ohm-Verstärker anschließe, der halt seine Leistung bei 4 Ohm 100 Watt dann erreicht. Ist es nicht weiter schlimm, wenn ich das Gerät leise betreibe, leise damit Musik höre. Es ist trotzdem nicht zu empfehlen, weil wie schnell, schön es sieht, oh, ich mach mal lauter, da sind die Leistungsgrenzen des Verstärkers dann schnell erreicht, aufgrund des geringen Widerstandes. Den geringen Widerstand, ja, ich weiß, einige von euch, die schließen mehrere Lautsprecher an einem Verstärker an, mehrere, also mehr als es eigentlich Anschlüsse für Lautsprecher gibt. Das kann man machen, aber nicht so, wie es viele machen. Die schließen die Geräte bzw. die Lautsprecher dann parallel an. Schließe ich aber 2-4 Ohm Lautsprecher parallel an, erhalten diese einen Widerstand von 2 Ohm. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, Link ist in der Beschreibung drin. Jetzt noch zum Abschluss, der Widerstand, der hinten bei den Lautsprechern angegeben ist oder auch sowohl bei dem Verstärker angegeben ist, das ist der Gleichstromwiderstand. Musik besteht aber aus Wechselspannungen, unterschiedliche Spannungen. Und das heißt, der
Widerstand verhält sich dann nicht konstant, sondern er verändert sich. Bei den ELAC, hier im Bild zu sehen, ist das so, dass der Widerstand, ich meine bei, ich will jetzt nicht lügen, 400 Hertz auf 3,2 Ohm runtergeht. Das wissen die Hersteller und das ist dann trotzdem, muss man sich jetzt nicht Sorgen machen, oh, das ist weniger als 4 Ohm. Nein, das ist einfach nur jetzt eine Festangabe dieser Gleichohm-Widerstand, um der Leute nicht ganz zu verwirren, weil viele lassen sich ja immer noch von Wattangaben blenden. Viele meinen aber immer, oh, wenn ich jetzt einen 50 Watt Verstärker habe und da schließe ich einen 500 Watt Lautsprecher dann an, geht der Verstärker kaputt. Geht der Verstärker nicht. Eher wird der Lautsprecher kaputt gehen. Ihr wisst schon, wegen dem Clipping und sonstiges. Ich könnte auch aus dem Smart den Elektromotor oder aus jedem anderen Elektromotor könnte ich daran anschließen, der Leistungsaufnahme von 2,7 kW haben möchte. Das ist dem Verstärker ziemlich egal, solange der Widerstand stimmt. Das ist ganz wichtig, darauf müsst ihr immer achten. Heutzutage ist das, man kann es machen, die Geräte gehen davon nicht direkt kaputt. Die meisten haben ja einen Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz und haben wir nicht gesehen. Früher die Geräte, die sind einfach kaputt gegangen. Und kein Mensch wusste warum, weil hat sich kein Mensch drum gekümmert. Der hat einfach, oh, Verstärker, oh ja, schließe ich die Lautsprecher an, habe ich noch zwei im Keller stehen. Passt. Also kann ich diesen Lautsprecher doch anschließen. Nett. Ja, ich hoffe, dieses Video hat jetzt den einen oder anderen aufgeklärt, weil oft wurde ich gefragt, oh, kann ich an einen 8 Ohm Verstärker 4 ohmige Lautsprecher anschließen? Ja, ich hoffe, das Video hat euch dazu jetzt ein bisschen aufgeklärt und ihr solltet jetzt nicht ganz große Angst haben und denken, oh, geht sofort kaputt. Nein, es ist in der Regel ist es eher so, dass die Geräte das verkraften können, weil die Teile heutzutage einfach größer dimensioniert waren, als es früher war. Aber es könnte ein Grund dafür sein, warum eure Geräte extrem heiß werden oder auch, wenn ihr laut Musik hört, dann einfach ausgehen, Überlastungsschutz dann anspringt. Ja, mir bleibt dann jetzt zu sagen, genießt die Sommerferien, genießt die Sonne, was auch immer ihr im Sommer macht und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Euer Speakerschocker.